Merksatz. Jeder Mensch muss drei Dinge andauernd im Auge behalten. Den Stolz auf die eigene Person, Geborgenheit mit anderen Menschen und die Hoffnung auf ein Leben nach dem Tod. Das sind Dinge, die uns immer beschäftigen, ein Leben lang eigentlich beschäftigen. Viele Menschen unterdrücken einige Dinge, von denen ich gerade erzählt habe, vor allem das mit dem Tod. Das ist bei uns ein Tabuthema. Aber wenn ich mich jeden Tag auch mit dem Thema Tod und Abschied und Verabschiedung und ich sterbe ja nicht nur, sondern liebgewonnene Menschen sterben ja auch in meinem Umfeld. Je älter ich werde, desto mehr Freunde liegen unter der Erde. Das ist eine Tatsache und damit muss ich mich auch beschäftigen, dass mich das nicht in einen Untergang stürzt, weil es sind oft auch liebgewonnene Menschen, die mich verlassen. Wie mache ich das? So. Stolz sein auf die eigenen Begabungen und stolz sein auf das, was man bewirken kann und schon bewirkt hat, ermöglicht dem Menschen, sich selbst immer wieder die eigene Lebensberechtigung nachzuweisen. Das ist wirklich eine ganz wichtige Sache, dass man selbst zu sich, zu seinen Erfolgen sagt, wow, das war toll, dass ich das geschafft habe, das war richtig so. Und nicht in diesen Turn der anderen Leute reingeht und sagt, ja, das hier, andere Leute haben das ja auch schon geschafft, ja, was soll's, oder andere Leute schaffen noch viel mehr und so weiter. Das ist ja Step by Step und nicht von heute auf morgen wird man ja nicht der erfolgreiche Mensch aller Zeiten und das muss man ja auch nicht werden. Aber die Menschen da draußen denken so und die meisten Menschen sind konditioniert, auf die Außenwirkung zu hören, auf die Fremdbestimmung zu hören, nicht auf die Selbstbestimmung zu hören. Und diese Selbstbestimmung muss man in sich trainieren, die muss man in sich aufbauen und festigen und erhärten, sodass man wirklich überhaupt nicht mehr darüber nachdenkt, was sagen denn die anderen, wie verhalten sich denn die anderen. Das ist vollkommen egal, was die anderen tun. Es geht um dein Leben. Wer sonst sollte dies tun? Andere tun das halt nicht. Andere gehen den anderen Weg, meistens auch der Fremdbestimmung. Allein kann der Mensch wesentlich weniger bewirken als in der Horde, also in der Gruppe, im Team. Wir fühlen uns geborgen und wohl, wenn wir irgendwo dazugehören, wenn irgendjemand auf uns wartet, wenn irgendjemand sich freut, wenn wir die Tür aufmachen. Das ist eine große gute Sache, aber es ist auch eine große schlimme Sache, weil es gibt so viele Gruppen, zu denen Leute sich dazugehörig fühlen, die aber im Mantel des Guten das Schlechte bewirken wollen. Also da muss man immer aufpassen, wo man hingeht und welche Gruppe man sich zugehörig fühlt. Wichtig ist zuerst, sich zu einer eigenen Kompetenz zu machen und dann versuchen, eine Gruppe zu finden, die ebenfalls in dieser Kompetenzschiene unterwegs ist. Naja. Solange ich hoffen darf, dass es nach dem Tod irgendwie weitergeht, solange habe ich mehr Optimismus und Kraft für die Bewältigung meiner Zeit hier auf der Erde. Umso mehr kann ich mein Leben aus eigener Kraft gestalten. Stolz auf mich, Geborgenheit mit anderen und Hoffnung auf ein Leben danach sind Dinge, die schon in der Urhorde gegolten haben und die wohl das ewige Menschheitsgesetz darstellen. Das ist wichtig, wir sind keine Inseln. Wir gehören eigentlich immer irgendwie und irgendwo dazu. Das ist schon wichtig. Aber man darf nicht irgendeiner Gruppe dazugehören, sondern es muss immer, die Gruppe muss immer dafür stehen, dass das, wofür die Gruppe steht, ein Wachstum der Gruppe und ein Wachstum des Einzelnen beinhaltet. Und das bedeutet natürlich, dass innerhalb des Teams keine Maulkörbe existieren, egal in welche Richtung ich da unterwegs bin. Es geht darum, den anderen etwas darzustellen, wovon die anderen profitieren auch. Ja, und das ist eigentlich Kompetenzzuwachs, dass ich es wieder abgebe, weil aufgenommen habe ich es durch die Gruppe und abgeben kann ich es wieder in die Gruppe. Das ist wichtig, diese Offenheit. Ich weiß, dass viele diese Offenheit nicht haben, dass viele diese Offenheiten nicht dulden, vor allem wenn man in irgendwelchen Firmen arbeitet. Aber wichtig ist nicht, was die anderen tun, sondern wichtig ist, dass du es tust, dass du es einfach tust, egal was die anderen darüber sagen und die anderen darüber denken. Weil auch das ist ein Training und es konditioniert dich auf Dauer dahin, dass du die anderen in dem Sinne gar nicht mehr ernst nimmst, dass die Außenwirkung und die Fremdbestimmung, dass die ständig siegt über deinen Erfolg. Und wenn das passiert, dann wirst du das, was wir eine mickrige Persönlichkeit nennen. Wir jetzt im Nichtkampfteam oder im Anti-Aggressivitätstraining-Team oder im Sozialtrainer-Team, wo wir versuchen, mit Menschen auf eine erfolgreiche Sicht hinzuarbeiten oder bei Unternehmenstrainings, die ich früher mal gemacht habe.